Hallo zusammen, es ist Oktober 2021. Wir sind hier auf der Abenteuer und Allrad, die Messe in Bad Kissingen. Und bei uns am Stand ist Thorsten aufgetaucht. Thorsten hat sich vor einigen Jahren was hast du dir gekauft? Wir haben uns einen Landcruiser GAJ aus dem arabischen Raum importieren lassen. Importieren lassen? Ja. Okay. Und das ist der mit dem Benzinmotor, ne? Das ist der mit dem Benzinmotor, genau. Okay. Und die beiden haben mir vorhin erzählt, seine Freundin hält gerade hinter mir die Lampe. Die kann ich nicht zeigen. Ja. Die beiden haben mir erzählt, dass sie mit dem Auto viel vorhatten und deshalb gut geschützt losfahren wollten. Und ihr habt von uns Korrosionsschutz gekauft und ihr habt welches Produkt aufgetragen am Unterboden? Ja, als das Auto neu war, vor 2 Jahren, ja, haben wir losgelegt, denn arabischer Raum impliziert, es gibt dort einfach kaum Korrosion und die Fahrzeuge kommen gänzlich unvorbereitet hier an. Ja. Also wir haben das, was da war, ergänzt mit Timex Color. Wir haben eine Schicht schwarz aufgetragen, komplett. Ja. Dann haben wir das Ganze nochmal geprüft, nochmal nachgebessert, eine weitere Schicht grau und dann nochmal eine Schicht schwarz. Das sollte jetzt eigentlich ein paar Jahre halten und bis jetzt ist es wirklich ohne jede Beanstandung in einem Top-Zustand. Wir werden sehen, was es weiterhält. Das Auto ist erst 2 Jahre alt, hat aber auch schon ein paar größere Touren hinter sich. Also ihr habt Touren gemacht, was war das, Karpaten, hast du erzählt? Jetzt zuletzt in diesem Jahr, bis vor wenige Wochen, waren wir in den Karpaten unterwegs, in Rumänien, ja, in Bulgarien. Ungefähr 700 Kilometer auch im Offroad-Bereich, im relativ harten Offroad-Bereich, eher trocken als, ja, nass, aber sehr felsig, schmal, stärkste Beanspruchung durch Schotter, durch ja, alles, was man im Offroad-Bereich halt findet. Und das hat dieser Schutz tatsächlich bislang schadlos überstanden. Das ist eine schöne Nachricht, ne? Weil, ja, das Color, das bieten wir an für Geländewagen, so als Grundschicht. Man kann noch was Weiches oben rauf machen, aber wenn man erstmal Timex Color aufgetragen hat, dann ist das sicher. Und bei euch hat es funktioniert? Bei uns hat es funktioniert und wir sind tatsächlich klaglos glücklich. Und können die Firma Timex auch wirklich weiterempfehlen. Wir haben auch den Hohlraumschutz mit Timex-Produkten durchgeführt. Und, warte mal, was habt ihr denn da genommen? Da haben wir, als das Fahrzeug wirklich neu war, Timex Revolution 2 genommen. Das ist okay. Das für die neuen Fahrzeuge, wenn ja, auch keine Verschmutzung. Das war ein Spray, ne? Das ist ein Spray. Das ist ein Spray, genau, ja, mit der 60 cm Sonde, die mitgeliefert wird. Vom Hersteller haben wir das wirklich alles gut erreicht und das ist auch gut geworden. Wir haben dann auch noch ein paar Mal nachgearbeitet und sind auch da optimistisch, dass es gut hält. Und die paar Kontrollen, die ich durchgeführt habe im Anschluss, auch an die großen Touren, waren eigentlich gänzlich, als wenn wir gerade mit der Bearbeitung abgeschlossen hätten. Es ist nichts abgeglitten, alles noch am Platz gewesen. Okay, gute Haftung im Hohlraum meinst du? Genau, okay. Gute Haftung im Hohlraum auf lackierten Flächen.